freue mich, dass du dieses Video angeklickt hast. Ich möchte mich heute mit der DJI Mini 3 auseinandersetzen. Ich möchte euch zeigen, welche Erfahrungen ich mit Fotos mit dieser Drohne gemacht habe. Und möchte euch zeigen, wie Fotos nachbearbeitet werden können und wie sich die Drohne bei exemplarischen Fotos im Vergleich mit der DJI Mini 2 schlägt, die ich vorher gehabt habe, wie es viele von euch auch wahrscheinlich gehabt haben oder viele, die die Mini 2 haben, interessiert es sich vielleicht, lohnt sich für mich die Mini 3 oder lohnt sie sich für mich nicht und so weiter. Ich habe zu diesem Zweck einfach mal ein Foto gemacht, das ich euch gerade hier zeigen möchte. Und ja, auf den ersten Blick sieht das alles ganz toll aus, fand ich. Das habe ich in Sonnenrichtung gemacht. Das war so vormittags bei uns in Wuppertal. Das geht hier in Westrichtung und die Sonne kam aus dem Osten. Ein kleines bisschen ist das Ganze, würde ich sagen, unterbelichtet. Ihr könnt ja hier die Schatten ein bisschen aufhellen. Dann sieht das Ganze schon irgendwie ein bisschen besser aus. Gehe hier mal rein, aber also grundsätzlich würde ich mal sagen, dass ich die Bildqualität eigentlich ganz dufte finde. Sieht alles ganz schön aus. Zum Rand hin wird es auch nicht groß dunkler. Aber was mir irgendwie aufgefallen ist und was ihr bestimmt auch seht, das ist nicht gerade. Ich blende mal ein Raster ein. Und da könnt ihr hier sehen, das Gebäude sieht aus, als würde es nach links abkippen. Und das Gebäude sieht aus, als würde es nach rechts abkippen. Und im Hintergrund ist ein Schornstein, der gehört zu einem Kraftwerk bei uns in Wuppertal. Der ist 200 Meter hoch und der sieht irgendwie auch aus wie der schiefe Turm von Pisa. Also der neigt sich nach rechts. Ich kann das Ganze noch ein bisschen ranholen. Da könnt ihr hier sehen, also der ist krumm. Da war ich im ersten Moment etwas überrascht und habe mir gedacht, so eine tolle Drohne sollte das doch irgendwie besser können. Und habe mir gedacht, ja, wie war das denn mit der Mini 2? Ich habe die an der gleichen Stelle mal gestartet. Hier könnt ihr sehen, das war auch 10 Minuten später. Die Höhe ist leicht anders, aber ist in der gleichen Größenordnung. Aber siehe da, das ist auch nicht gerade. Ich blende auch hier nochmal das Raster ein. Ihr könnt ihr sehen, es sieht irgendwie, dieses Gebäude neigt sich nach rechts. Und dieses Gebäude neigt sich nach links. Wenn man so ein bisschen auf Entfernung geht, dann fällt das beim ersten Mal irgendwie gar nicht so richtig auf. Aber wenn man ein bisschen näher rangeht oder wenn man es weiß, dann sieht das nicht so okay aus. Tja, jetzt werdet ihr sicher das Gleiche denken, was ich denke. Was nimmst du auch für ein billiges Programm hier? Affinity Photo. Sowas macht man doch in Photoshop. Wenn du das Ganze in Photoshop öffnest, dann wird das sofort viel besser aussehen. Dann kannst du da ein Linsenprofil anwenden und so weiter. Und alles wird viel toller. Habe ich für euch mal gemacht. Hier habe ich das Ganze mal in Lightroom Classic geöffnet. Ihr könnt übrigens sehen, das war am 22.06. Ist also nur ein paar Tage her, vor 3 Tagen. 10.13 Uhr. So, öffne das Ganze mal in Lightroom. Gehen wir ein bisschen ran. Ansicht. Hier kann ich auch, glaube ich, ein Raster einblenden. Und hier könnt ihr sehen, das ist nicht gerade. Jetzt ist es so, jetzt kann ich in Photoshop Lightroom Objektivkorrekturen anwenden. Und jetzt ist es so, es gibt tatsächlich eine ganze Menge, die ich auswählen kann, aber dummerweise kann ich die von der Mini 3 oder von der Mini 2 nicht anwenden. Jetzt habe ich ein paar YouTube-Videos mir angeschaut, habe Leute gefragt, was sie denn für eine Profilkorrektur anwenden und die haben mir gesagt, nimm die von der Phantom 4. Ihr seht, die habe ich jetzt gerade angewendet.
Aber das Ganze ist immer noch krumm. Also, Affinity Photo macht das scheinbar nicht irgendwie anders. Aber man kann das Ganze manuell auch noch machen. Und siehe da, das hat mir jetzt keiner erklärt, sondern ich habe einfach mal mir gedacht, mit der Kamera treffe ich ja praktisch jetzt nicht mehr senkrecht auf diese Gebäude, sondern da habe ich einen Winkel drin. Und was müsste ich jetzt tun, damit ich senkrecht auf diese Gebäude treffe? Ich muss das Bild neigen. Und das kann jede Bildverarbeitungssoftware auf dem Planeten kann das. Habe ich also hier mal ausprobiert. Ich gehe also vertikal. Wenn man das Raster einblendet, dann sieht das bestimmt noch besser aus. Blende das Raster ein. Das Ganze sieht schon viel gerader aus, würde ich sagen. Könnte ich das Ganze noch minimal drehen? Andere Richtung. Und ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich. Das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Gut, jetzt habe ich das in Affinity Photo gemacht. In Lightroom könnt ihr das natürlich auch machen. Bei den Objektivkorrekturen, wichtig, ihr müsst ihn entwickeln sein. Geht ihr auf manuell. Und auch hier bei der manuellen Einstellung kann ich das nicht einstellen. Aber es gibt hier noch einen Punkt, der heißt Transformieren. Und beim Transformieren kann ich das Ganze vertikal korrigieren. Und wie ihr sehen könnt, ist sowohl der Schornstein jetzt gerade und die Gebäude auch. Schauen wir mal, wie das jetzt vorne aussieht. Siehe da, jetzt sind auch die entsprechenden anderen Gebäude irgendwie in Ordnung. Das sieht jetzt alles ganz gut aus. Da das Ganze gekippt ist, habt ihr nur leider jetzt hier Bildinformationen verloren. Und jetzt müsst ihr das Bild entweder zuschneiden oder diese Bereiche entsprechend intelligent füllen lassen. Photoshop kann das intelligent füllen, aber ich mache das eigentlich eher nicht. Ich schneide das Ganze raus, denn das Gefüllte, wenn man den Randbereich kennt, dann wird einem auffallen, dass das irgendwie nicht echt ist. Ich meine, das ist jetzt ein Bild von meiner Stadt und die kenne ich eigentlich ziemlich genau. Und da wären dann am Rand wären dann Bereiche, wo ich genau wüsste, das passt irgendwie überhaupt nicht. Ergo würde ich das Ganze jetzt hier zuschneiden. Ich denke, ihr werdet wissen, wie man das macht. Okay. Lass uns an der Stelle doch noch mal vergleichen, wie ist denn der Unterschied zwischen der Mini 2 und der Mini 3? Das ist ein Bild von der Mini 2. Als RAW habe ich das fotografiert. Das habe ich noch nicht transformiert und gedreht, aber das soll ja nicht weiter stören. Scrollen wir doch hier einfach mal so ein bisschen ran. Hier kann ich gut erkennen, dass da Sale steht. Müsste ich dann ja bei der Mini 3 auch erkennen können. Tatsächlich, kann ich auch erkennen. Bei welcher sieht es besser aus? Ich hätte da jetzt keinen Favoriten. Und wie gesagt, es war ja leider nicht genau auf der gleichen Höhe. Aber der Gesamteindruck des Bildes, da würde ich persönlich als Nicht-Profi sagen, dass ich die Mini 2
hinter der Mini 3 eigentlich nicht verstecken muss. Ich meine, hier haben wir viele Details. Das, für meinen Geschmack bringen die das eigentlich beide ziemlich gut rüber. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr schreibt, ob das Video von mir für euch irgendwelchen Sinn gemacht hat. Würde mich echt freuen. Ja, bis zum nächsten Mal.